Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, das zweite Paket Ü-Eier der Serie Findet Dory. Sind wie immer vier Stück drin. Zwei garantierte Figuren. Ja, acht verschiedene Figuren. Einmal ein Walhai, einmal ein Krake, eine Krabbe, zwei Clownsfisch, ein Otter, ein Doktorfisch und das ist, wie heißen die? Ich komme jetzt nicht drauf. Wer es weiß, schreibt es mir doch mal bitte unten in die Kommentare, wie diese Tiere heißen. So, und wir machen jetzt das Paket hier mal auf. Wir nehmen die Eier raus. Zack. So, da sind die vier Eier und wir fangen mit Ei Nummer 1 an. Er ist ziemlich weich hier, weil es auch unter diesem Strahler hier ziemlich warm ist. So. Zack. Und wir haben, ja, toll. Wir haben hier so eine Hüpferfigur, soll das sein, und zwar ja, ist das wahrscheinlich abgekupfert von bei Kaufland gab es die. Und zwar für die WM 2016. Ja, ich persönlich finde diese Figuren mehr als überflüssig. Ich kann denen nichts abgewinnen. Ich finde, das ist ein sinnloses Spielzeug. Zumal es auch gar nicht richtig funktioniert. Die von Kaufland wenigstens, die kann man richtig runterdrücken und die springen auch. Also ich sage mal, wenn man gute dabei hat, die springen etwas über einen Meter hoch. Und da hatte ich mit meinem Neffen, da hatte ich mit meinem Enkel schon jede Menge Spaß. So, hier haben wir wieder, ja, auch wieder so ein, ich sage mal, Spielzeug, was auch einfach nur so in Anführungsstrichen dann rumherflattert, weil es sinnlos durch die Gegend geschossen wird. So. Das wird hier drauf gemacht. Dann hat man hier unten den Ring, wo man das dann auf den Finger drauf macht, ja, wenn man nicht so klobige Finger hat. Aber ist ja auch Kinderspielzeug. Also, von daher. So, und dann soll das ja so geschossen werden. Wie gesagt, ich finde das mehr als unnütz auf gut Deutsch. Aber gut, was soll's. So, kommen wir nun zu den Figuren.
reichlich weich. Zack. Und wir haben hier ein Clownfisch, und zwar ist das Nemo. Das ist Nemo. Den habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ein oder zweimal. Wenn man den hier so auf dem Boden nimmt. Ja, ist schon nicht schlecht. Ich finde diese Figuren, finde ich gar nicht mal so übel. Also mir gefallen die sehr gut. Die haben was. Die Bemalung, die ist auch ganz super. Also das ist nicht hier so ein 0815 hingeklatschtes Teil, sondern die Konturen sind schon verdammt gut. Es wird nirgendwo drüber gemalt. Es sind keine Ränder, nichts. Richtig schöne Figuren. Gefallen mir richtig gut. Also das muss man ja Ferrero lassen. Ich weiß nicht, ob Ferrero die selber herstellt oder herstellen lässt. Auf jeden Fall, ich sage mal, der Figurenhersteller, der diese Figuren macht, der versteht was von seinem Handwerk. Also das sind doch zum Teil sehr filigrane Figuren. Und oh, jetzt haben wir sogar noch den anderen, wie heißt er? Marlin. Hier ist der Marlin. Den haben wir jetzt auch noch hier. So, ja, könnt ihr euch wieder durchlesen. Ja. Auch er ist sehr, sehr schön gemalt. Also das sind wirklich sehr schöne Figuren. Und ja, man kann die auch hier aneinander reihen. Und dann kann man die hin und her bewegen. Und dann, ja, tanzen die schön zusammen. Also wie gesagt, ich finde die Figuren wirklich, wirklich klasse. Wenn ihr euch das anguckt, sind keine Ränder, nichts übergemalt. Auch die Augen. Alles ganz schön ausgemalte Tiere. Gut, das war jetzt dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video liken, ihr könnt es teilen auf Facebook, auf Google+, auf Instagram, wo immer ihr möchtet. Ja, über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten sage ich erstmal, ja, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.